Hallo Jasmin! Hallo Patrick. Ich begrüße dich zurück zu 7 Days to Die. Und ich begrüße die Zuschauer. Hallöchen. Genau, jeden, der unser wundervolles Abenteuer quer durch die Apokalypse begleitet, ist natürlich auch gegrüßt. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Sire. Oh, ich habe schon wieder Hunger, ey, das gibt's doch nicht. Ja, was wollen wir denn machen? Ich muss erst mal was essen, bevor ich hier hops gehe. Von der Uhrzeit her schaffe ich das nochmal in dieses Brandgebiet zu fahren. Ich war ja letztes Mal voll. Das abpillen. Wir haben ja gar nichts zu essen. Wir müssten auch, wir haben ja Tag 9, wir müssten irgendwann. Vielleicht fahre ich einmal ins Brandgebiet, loote da noch kurz diesen Schrottplatz oder was ich da gefunden habe. Und anschließend, wenn die Nacht einbricht, dann machen wir hier ein bisschen Licht und bauen etwas. Wir müssen ja auch noch auf Stein aufwerten und noch ein bisschen weiterbauen hier wegen dem nächsten Blutmond. Ja. Ist okay, schrei mich nicht an. So, es wurde ja ein Kommentar geschrieben von Krustenfresser. Er hat ja auch mal einen Bunker gebaut, ne? Jo. Und die hatten das, die haben ein Loch gebuddelt. Und da sind die Zombies reingefallen, an Fallschaden gestorben. Wollen wir hier, wo die Tür ist, zumachen, außen eine Leiter anbringen, auf einer Höhe, wo die Zombies nicht hochkommen, hier ein Loch buddeln und dann. Ach, die Klingenfalle können wir ja gar nicht bauen, ne? Da war doch was. Klingenfalle. Ach, hier ist doch Ah, Fleisch nee, gekommen. gut. Hat sich fürs Erste erledigt, behalten wir aber im Hinterkopf. Ja, Dass wir da warum vielleicht hat. wie so einen Trichter machen, wie so ein Mixer, weißt du? Und wieso hat sich das jetzt erledigt? Ja, weil wir können auch keine Klingenfalle machen. Wir müssen erst Ingenieur lernen. Studieren. Ja. Nee, aber dann können wir wie so ein Mixer. Dann machen wir uns einen Zombie-Smoothie. Glaube ich, düse gleich los ins Brandgehege, bevor dunkelt. Oh, dunkel. So Bevor ein geiles dunkel. Deutsch. So, ich pack mal das Holz dahin. Ich habe jetzt keine Pfeile mit. Pfeile bräuchte ich Steine. Gut, die kann ich mir unterwegs noch einsammeln vielleicht. Ja, ich muss die Kamera umstellen, so. So, ich düste mal von dannen. Ja, ich hatte jetzt was gegessen, aber es hat wohl auch nicht so viel Oh, gebracht. ja, ich komme noch mal zurück. Ich muss auch essen. Wo war denn dieses Brandgehege hier unten? Irgendwie. Ich wäre sowieso in die falsche Richtung gefahren. In der Kiste ist Fleisch drin, ne? Ja, ich habe schon zwei gegessen, aber trotzdem hält das nicht lange. Und zwei Maiskolben habe ich gegessen. Ja, pass auf, ich nimm noch Wie mal spät ist Pfeile das? mit. Vielleicht Oh, finde ich ja noch mal ein Reh. ah, eine blöde Falle. Bin voll reingelaufen. Ich wollte gerade sagen, hä, da war doch gar kein Zombie. Alter. Das hat sich so genial angehört. Nee, hat's nicht. Ah, doch hat es. Hat nicht. Hat es wohl, Jasmin. Sage nein. Ach, bitte. Danke. Hör doch auf. Nein. Ich komme nie weiter als hier, ey. Abgekocht ist besser. Ah nee, dreckiges Wasser. Abgekocht ist es ja noch nicht. Hast du die leeren Gläser mitgenommen? Ja. Na cool. Ich habe die gerade voll gemacht. Boah, sehr gut. Ich weiß. Dann ring, ring, ring. Kann ich eigentlich hier. Nee, warte. Ich würde gern wissen. Kann ich Vorsicht! damit raussetzen? Nee. Kannst du auf meinem Gepäckträger stehen? Dann können wir zusammenfahren. Hab ich auch gerade versucht. Ich glaube, das ging nicht. Ich stehe auf dich. Warte. Ja, fahr Ja, mal. ja, ja. Nee, schade. Nee. Oh. Tschüss. Komm mit Essen wieder, sonst brauchst du nicht nach Hause kommen hier. Ich Ja. hoffe, du hast denn auch Mal. das Essen gekocht. Welches denn? Ah, ich kann nicht essen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Warte mal. Ich warte, wo soll ich hin? Nur warten.
Also, ich laufe mal weiter, ne? Nee, du musst, warte mal. Okay, ich fahre jetzt mal weiter und guck mal, ob das gereicht hat. Ach da. Lululu. Ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? So, ich muss da hinten über die Brücke. Brücke. Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Ferdinand Megalithen oder so. Warte mal. Warum soll ich ständig warten? Also ich. Wieso? Hier sind undurchsuchte Sachen, ne? Sprengpfeil. Nicht gerade ein Raketenwerber, aber fürs Erste okay. Fertige Sprengpfeile mit Sprengbolzen. Das lerne ich. Geil. Das ist ja mega. Ja, ja, ey. Nee, ich kann hier Sachen durchsuchen, aber irgendwie ist über die Hälfte immer leer. Ich pack mal ein bisschen Holz. Holzfäller Jochen ist wieder unterwegs. Yes. Ich kann kein Französisch. Ja, hier sind halt auch mega viele Erzvorkommen auf dem Weg. Mhm. Was? Nee, ich weiß, was du meinst. Achso, okay. Toll, jetzt hast du mir meine Pointe versaut. Pointe. Ja. Jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Richtig geilen Joke. Das wird schwierig bei dir, ne? Das. Kannst du mal aufhören, sowas zu sagen? Das ist sexistisch. Ach, das ist das. Nur weil ich eine Frau bin? Nein, lauf nicht weg, Häschen. Nein. Oh, hier sind zwei Hasen, glaube ich. Ja, hier sollen wohl auch Wildschweine oder so geben, glaube ich. Wurde mir gesagt. Der ist weg. Und du bist wieder allein. Denn er ist weg. Er ist weg. Mein Hase hat mich allein gelassen. Und nur ist er weg. Hoppelt er weg. Hoppel hopp. Oh, mein Hoppelgaloppel. Ach, da oben, auf dem Berg. Auf dem Berg ist ein untoter Jasmin. Ja? Ja. Du hast mich noch gar nicht eingeladen, ne? Ja. Ja. Was ja? Ein untoter Jasmin. Ja. Der ist nicht tot, aber auch nicht lebendig. Hm. Wir sollten die Zombies vielleicht am Leben lassen. Weil? Ich denke, tief in ihnen drinne sind sie immer noch Menschen wie du und ich. Ich denke nicht. Doch. Die haben auch Gefühle. Hunger zum Beispiel zeigen die ganz gut. Sehe ich auch immer aus, wenn ich Hunger habe. Schlägst du denn auch immer alle Leute um dich herum? Die schlage ich auch so. Da brauche ich keinen Hunger für haben. Ey, mein Fahrrad. Oh, jetzt regnet das hier und ich werde nass. Hä, war ich letztes Mal wirklich hier? Das sieht so anders aus. Nee, ich war hier. Ich habe Durst. Immer diese Federn nur. Ich bin wieder da. Oh, hier ist ein Loch. Okay. Da mal was gesprengt wurde. Achso, oh, ich habe nur zwei Trinken mit. Ah. Jetzt gar nichts mehr. Vielleicht finde ich ja was im Müll. Oh, den sollte ich vielleicht mal reparieren, ne? So. Hallo! Ich bin wieder da! Hallo? Ich wurde geschlagen.
Jasmin, ruf die Polizei. Ich habe Level 14. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Ich gehe mal kurz hier in Sicherheit. Obwohl, nö, ich mache das später. Oh. Oh, ich habe eine Stufe 6 Helm. Irgendwas zu futtern finde, ey. Was für eine Stufe hat dein Helm? Weiß ich. Hallo! Schreibtisch unberührt. Lumpen. Papier. Leere Regal. Leere Regal. Regal! Bist du noch da? Ja. Okay. Weißt du, wie Michael Wendler Regal sagt? Ah, der wird Vater wieder. Echt? Jo. Ja. Schön. Das freut mich. Ja, weil? Soll ein schönes Erlebnis sein. Aber doch nicht der, der soll sich gar nicht weiterentwickeln, ey. Warum nicht? Er entwickelt sich ja nicht weiter, er ist ja kein Pokémon oder so. Ja, fortpflanzen. Wendler Würzen. Naja, er denkt, er wäre einer. Ein Pokémon. Entschuldigung, Sir, ich wusste nicht, dass das Ihr Schrottplatz ist. Wollen Sie den Müll noch haben? Ein Messing, ein Kleber, ein Stein. Rechtssand. Ja. Komm mal her, Schätzelein. Oh, ich bin gerade mega weit weg. Ich meine ich auch gar nicht. Was? Mit wem redest du da? Mit einem ganz hübschen, der irgendwie nicht... Der gerade den Hang hier runterfällt. Oh, er ist noch nicht fertig. Oh, jetzt wird er aber sauer. Also, der... Aua! Man schlägt keine Frauen. Wir haben 2023, er kann machen, was er will. Ach ja, stimmt. Hä, hey, wo? Alter, ach, der pfeift aber komisch, ey. Ich erlöse den einmal. So, jetzt geht's ihm besser. Ah, schön den. Der Hirn zermatscht hier. Leere, zerstörte Werkbank. Wir brauchen auch eine Werkbank. Warum kann ich die nicht mitnehmen? So, was haben wir denn letztes Mal hier nicht durchforstet? Wir haben hier zum Beispiel noch Kies. Also Pflasterstein. Wieso heißt das eigentlich Pflasterstein? Weiß ich. Woher soll ich das wissen? Ich glaube, ich werde demnächst mal ein Pflaster auf den Stein machen. Dann ist das ein Pflasterstein. Leere Waffenkiste. Leerer Müllhaufen, leerer Vielzweckwagen. Lehrer? Lehrer. Aha, der kann mir noch was beibringen. Leerer Abfallhaufen. Messing. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen, aber... Ich nimm's mal mit. Oh, hierfür kriege ich doch gar ein Rohr. Oh, nur Federn. Hey, Jasmin. Hey, Patrick. Weißt du was? Nein, weißt du mehr? Ja, ich habe ein Rohr. Wann mal nicht? Das ist eine Krankheit, ich kann da nichts für. Ich bin Klempner. Schlimme Krankheit, der Klempner, wa? Ich hab den Klempner. So, die Tür ist verschlossen. Die ist verschlossen. So, jetzt können wir aber hier mal in Ruhe gucken. Leer, leer. Leeres, altes Waschbecken. Leere Kaffeeautomat. Cool. Das hat sich gelohnt. Jetzt schlage ich die Tür ein. Oh, unberührter Müll. Ich hab ein Gammelfleisch. Oh Gott, nein. Ey, die hat 5000, ne?
Was? Die Tür. Scheiße, der Stein auf. Ist die Spitzhacke hier für das Beste? Ich bin hier nicht so überzeugt von, aber dann ist die auch gleich kaputt. Jasmin. Scheiße. Aber bitte! Ach. Jasmin! Du gehst dir sofort den Mund mit Kernseife auswaschen. Nein, wir haben keine. Doch, oben im Badezimmer ist Kernseife. Ich meine, die darf ich nicht nehmen. Verflixt. Ja. Diese verdammte Eigentumsregelung. Die habe ich vergessen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich habe halt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Man nennt mich nicht umsonst Siebfried. Siebfried? Seit wann nennt man dich jetzt so? Alle nennen mich so. Jeder sagt Siebfried zu mir. Ah, habe ich noch nie gehört. Ja, jetzt weißt du ja Bescheid, ne? Jetzt bist du mit in der Gang. Möchte ich, glaube ich, nicht. Doch, es sind nur coole Leute bei uns. So wie wirklich. Wie heißt die? Die Gang? Ja. Die hat tatsächlich keinen Namen, aber wir haben Würfeljochen ist mit dabei, ne? Würfeljochen. Ja. Hinke Henry. Klotella. Also wenn sich das hinter dieser Tür nicht lohnt, ne? Oh, das sieht aber gut aus. Da ist was hinter. Gibt es hier keinen besseren Weg? Oh, und da ist auch noch eine verschlossene Tür. Aber der Stein hat halt auch 5000. Ach komm, was soll der Geiz? Hallo, Sir? Ist hier besetzt? Mal antippen, den Guten. Das ist ja frech. Die Tür ist gar nicht mehr existent. Das enttäuscht mich jetzt ein wenig. Also ich laufe jetzt hier überall durch die Gegend und ich finde kein Tier, was ich schlachten kann. Bitte, Jasmin, ich bin Veganer. Ja. Ich will das nicht hören. Ja, genug zu essen hier. Wieso kann ich den nicht mit dem Bogen hier durch die... ich meine, die ist doch offen, die Tür. Keine Chance. Noch ein... Ja, ein bisschen Ausdauer aufsparen. Dieser Gegenstand muss repariert werden. Ich finde nix. Oh Gott, das macht ja gar nichts aus. Okay, wir schleichen nur noch so richtig Splinter Cell-mäßig. Da ist ja noch einer. Hallo! Was habt ihr da gemacht? Das sind illegale Pausen. Die werden euch vom Lohn abgezogen. Nickerchen auch. Hier fliegt ein Pfeil. Ohne Toilette. Die ist leer. Ich war bis zum Ellbogen drin, aber da war nichts. Rezept für Bier habe ich mal gelernt. Überall nur gammliges Fleisch. Ich hätte gerne mal richtiges Fleisch. Ja. Medizin? Glas Honig. Ja, Nahrung 8.
Oh, das konnte ich gebrauchen. Leer. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Ja? Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn der auch 5000 HP hat, ne, dann gehe ich da nicht runter. Lol. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Du bist so. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich hätte. Tut mir so leid. Ich hätte mir die Mühe gar nicht machen müssen mit dieser 5000 HP-Tür. Hast du aber. Habe ich aber. Weil hier war eine Treppe, die nach unten geführt hat. Ja. Und da musste ich nur einmal das Gitter antippen und war prinzipiell drinnen. Jasmin. Sie beobachten mich. Ja, da kommt schon wieder einer. Aua, er hat mich auch erwischt. Du hast angefangen. Jasmin, der hat mich gehauen. War's das? Das ist die andere 5000 HP-Tür, Jasmin. Die habe ich outplayed. Wieso redest du eigentlich immer mit mir? Soll ich mit mir reden? Hier ist ja keiner. Du bist ja nicht mitgekommen. Das hast du jetzt davon, dass du mich hier allein gelassen hast. Ja. Muss ja auch mal sein. Ja, wir müssen dir unbedingt ein Fahrrad bauen. Bitte. Was Vernünftiges. Ich habe immer noch Hunger. Oh, Shamway Foods Kiste und die ist leer. Wieso finde ich denn nichts mehr? Ich muss hier irgendwie was im Looten. Ich finde hier auch nichts außer Zombies. Ich könnte jetzt meinen Magen verbessern. Aber kann ich denn auch glückliche Sammler leveln? Dafür brauche ich Wahrnehmung Level 2. Noch häufig das meiste in der Umgebung. Du verursachst Schaden mit Kopfschüssen und hast Gewehren, Sprengstoff, Werkzeugen. Ich würde tatsächlich trotzdem erst den Magen machen, damit ich nicht ständig Hunger habe. Also ich habe ständig Hunger. Ja, ich weiß. Du frisst mir noch die Haare vom Kopf. Und ich habe auch das für den Magen da gemacht. Da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Hier war ich. Nehmen wir jetzt die da. Oh, meine Zange ist leer. Also ich habe jetzt kein einziges Tier gefunden. Ich habe einen richtig dicken Safe gefunden. Das ist egal, wir brauchen erstmal Essen. Ja, ich auch. Vielleicht ist ja was im Safe. Wo kommt ihr denn her? 1, 2, 3. Das ist aber nicht normal. Oh, ein Mann, zwei Frauen. Das gefällt mir. Hier ist Schlawina. Ja. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Einer geht noch. Das ist aber knapp geworden. Aber wo kamen die denn her? Von oben? Wo? Ach so, Gott. Ich durchsuche mal einen Haufen Munition. 6 Patronen ergeben einen Haufen. Schrotflintenteile und gezähnte Klingemod? 10% Chance mit einem gewöhnlichen Angriff eine blutende Wunde zu verursachen. Ich nimm's mal mit. Waffenschrank verschlossen. Ich kann den nicht öffnen.
Militärrüstungsteile. Schlagmann Band 7, Metallkettenmod. Fällt es dir nicht schon leicht genug, deine Feinde zu Boden zu werfen? Lerne Metallkettenmods zu fertigen und investiere in Aktien von Rollstuhlherstellern. Klar. So, das habe ich mit. Ja, das ist jetzt aber blöd mit der. Hier ist so ein riesen Waffenschrank und ich kann den nicht öffnen. Ja. Ja, was heißt hier ja? Ja, was soll ich dazu sagen? Weinst du vielleicht ein bisschen für mich? Los. Hey, Boss. So, wo kommt denn das jetzt hier rein? Blei. Ich habe ganz viel Blei. In den Knochen. Sind deine Knochen schwer wie Blei? Das war's jetzt schon. Ja, schade, ne? Ich hätte hier richtig geilen Loot rausholen können, aber... Schokolade. Aber dem war nicht so. Wo bin ich denn letztes Mal hier abgehauen? Da, ne? Verschlossen. Schade, Schokolade. Wo sind da? Nö, hier ist ein Huhn mit mir im Raum. Das Huhn, nimm mit. Wir brauchen Yummy, Yummy, Happy, Happy. Ups. Bleib stehen. In den Popo. Warte, 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 warte. Oh, das gibt gut Fleisch. Hast du dir schon Knochenmesser gemacht? Geht nicht, noch nicht. Wir haben noch genug Knochen. Da haben noch ein paar andere Sachen gefehlt. Okay. Sicher? Ja. Darf ich zu dir? Warte. Knochenmesser. Du brauchst doch nur 5 Knochen. Hä, nein, da stand doch letztes Mal noch was anderes. Oder was war das? Da stand auch was mit Leder und so noch. Bin ich hier blöde oder was? Ich wüsste, wo der. Ich überlege gerade, wo bin ich denn das letzte Mal hier raus? Ich dachte durch die Tür. Aber. Habe ich einen Knochenmesser? Wow. Alter, es gibt so, dieses Spiel hat so seine Momente, ne? War nur bei dir. So, jetzt habe ich 2 Knochenmesser gemacht. Bin ich hier letztes Mal raus? Aber wo bin ich denn rein? Ne, hier bin ich. Ach, hier, das war das andere Messer. Hier war ich raus. Jagdmesser war das. Holz, Leder, Klebeband. Genau, da brauchen wir nochmal Klebeband. Wo bin ich denn reingegangen letztes Mal? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse mich verhungern, ey, damit ich neue hier starten kann. Knüppel auf den Kopf. Oder? Ja, mach mal. Ich verhungere einfach. Ja. Oder nicht? Ja, und ich vermöbel noch kurz Zombies. Wir haben ja nichts. Ich bin jetzt sehr hungrig. Ab jetzt baut sich meine... Toll. Ich habe hier einige... Ja, ich habe hier ein paar Zombies. Und keine Ausdauer. Ja, es wird ja auch dunkel. An deiner Stelle will ich mal nach Hause kommen, ey. Ja, stimmt. Oh Gott. Ich habe auch... Es ist 10 Uhr. Nicht gleich auf die Zeit geachtet. Hände putzen. Und ab in die Welt. Head, Shoulders. Niesen. Taus. Niesen. Taus. Der ist schnell. Nein.
Nein! Guck mal, komm schon, Bro. Hier ist halt auch noch so ein Riesenturm, da wäre ich eigentlich auch noch gerne hin. Ich guck noch einmal, hier ist so eine Ruine. Von da kommst du wieder. Ein unberührter Müllhaufen, der leer ist. Aha. Weg hier. Weib, aus dem Weg, hier kommt ein richtiger Mann. Wo denn? Ein männlicher Mann mit einer Axt. Oh. Das ist jetzt schlecht. Was denn? Ich habe keine Ausdauer und hier ist eine mit orangenen Augen. Ja, es ist dunkel. Herr ja, Willis. Ja. Und mein Knüppel ist gerade kaputt gegangen. Ganz unpraktisch. Schade. Okay, ich gehe jetzt zu meinem Fahrrad. I'm out of here. Ruf die Polizei. Oh, dann können wir ja gleich bauen, wa? Ich bin zu Hause. Ja, du machst das richtig. Na, ich habe gemerkt, es wird dunkel. Die Zombies werden mehr. Ich hau ab. Die sind bei Nacht wirklich auch mehr, ne? Mhm. Also nicht nur schneller, sondern auch mehrere. Bunny Hop. Nee. Tja. Also dieses Brandgebiet sieht ziemlich trüst aus. Oh, hier krabbelt einer. Huhu. Er hat kein Interesse an mich. An mir. An mich. Oh Gott, Alter. Hast du einen Schlaganfall, ey? Ich kann gar nicht mehr richtig reden, Junge. Es tut mir leid. Junge. Junge. es geht ab, Junge. Ich weiß, ich rede manchmal sehr ghettohaft. Aber ich bin kein Stück ghettohaft. Und guck nicht so doof in die Kamera. Tu ich nicht. Hier war ein Kanickel, aber ich hab's verpasst. Mhm. Genau. Hm? Mhm. Die Assi-Tante. Mhm. Hm? Was? Hast du gehört? Was? Wer? Wer? Oh. Ein Popo-Stift ein. Ich könnte ihn für dich wecken, wenn du magst. Ich also, falls du eine helfende Hand brauchst, um den wieder wach zu kriegen. Nein. Ja, okay. Ich hab nur gedacht, so unter uns zwei Frauen wäre das okay. Ja, ach so. Ja. Ach nee, setze ich dir nachher. Okay. Das war so geil heute. Oh, wir ja wohl waren, ey. Warte mal. Nein! Nein! Oh, jetzt krieg ich hier... Uff, der Frost. Nein, ich bin zu blöd, dieses... Hühnchen zu killen. Ja, das ist natürlich doof. Ja. Eigentlich ist das nicht doof, das ist McNugget. Nugget. Jetzt sagst du auch schon McNugget. McNugget. Das ist doch nicht mit L. Ja klar, Nugget. Nein. Doch. Nuggets wird nicht mit L. Ja klar, sonst wäre es ja Nugge. Sag mal, bist du... Kannst du nicht ab jetzt, L alles weglassen. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Hä? Genau, hä? Nee, das ist doch Nug... Heißt doch Nugget. So doof. Das heißt doch nicht Nuggets. Klar. Schon die alten Römer haben damals Nuggets gesagt. Mhm. Nack. Also auch Pommels, ja? Pommels, also ja. Vielleicht das auch jahrelang falsch. Pommels ist Knabberei, ne? Ja, ja. Du meinst bestimmt Pommes. Ja. Hm. Kartoffel einfach. Frittierte Kartoffel.
Nee, Pomis, das sind Streifen. Pomis? Ja, Pomis. Das ist, wenn du Sticks kaufst, ne, und du packst die in Blumenkübel und gießt die regelmäßig, dann kommen da große Pommes raus. Also Pomis. Nein, Pomis. So, ich sterbe gleich oben, ganz oben auf meinem Dach. Stirb bitte ruhig und in Würde. Mach ich. Mit einem Monokel. Aber meine Sachen bleiben ja alle, ne? In dem Rucksack. Nee. Wie? Nur die klaue ich dir gleich. Bin gleich zu Hause. Jetzt kommt Langfinger Joe. Ja, Langfinger Joe. Hörst du das Grauen? Nee, du. Wie doof, ey. Ja, hör ich. So ein bisschen wie Freddy Krüger, ne? So eine Gruselmusik. Die Hupe, die Klingel? Oder dein Fahrrad ist umgekippt? Ich hab's mir mal in die Hosentasche gesteckt. Ich wollte gerade sagen, wo hast du es hingesteckt? Ein Rucksack? Ein bisschen wie Freddy Krüger. Jetzt komm ich, Jasmin. Ich komme. Wie Freddy Krüger, ey. Du solltest besser laufen, Jasmin. Nö. Wo bist du? Nicht da, wo du bist. Ich höre dich schwitzen. Nee, mein Magen ist das. Jasmin. Ja, ich hab ein Messer. Stich, 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 Schlitz. Ich dachte, ich hab aua, au, hör doch auf, es tut mir leid. Ich schäme mich jetzt hier in meiner Ecke. So, gleich bin ich weg. Dürfen wir wieder Freunde sein? Mann. So eine rein hypothetische Frage. Würdest du sterben, ne? Und du bist noch warm, also... Ekelhaft. Wir sind hier alleine. Wie lange nimmst du jetzt schon auf? 37. Aha. Weil wir sind hier alleine und ich habe schon lange keine Frau mehr... Das ist eklig. ...gesehen. Okay. Es war ja nur eine Frage. Du bist eklig. Du bist wie so ein Pinguin, ey. Ding, 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 ding. So, ich muss hier mal meinen Krempel aussortieren. So, eins, gleich bin ich weg. Eins, gleich bin ich weg. Aber mein Rucksack liegt ja denn hier oben, ne? So, ich bin tot. Ey, Alter, von dem... Ey, das glaubst du im Leben nicht. Ich habe 24 Wildbret gefunden und daraus können wir nur 4 Steaks machen. Hm. Nee. Das ist unfassbar. Guten Tag, ich bin wieder da. Ich bin die Neue. Guten Tag. Günther? Guten Tag. Ich muss in meinem Rucksack. Ich kann noch eins machen, weil wir noch ein bisschen Fleisch in der Kiste hatten. Wie lange dauert denn der ganze Schmarrn hier? Schmarrn? Sollte reichen. Jo, was haben wir denn noch? Ich könnte noch ein Ei kochen. Warum brauche ich dafür Speck mit Eier? Oh, ich hätte doch Speck mit Eier machen können. Jasmin. Jetzt haben wir kein Fleisch mehr genug. Kein Fleisch mehr genug. Kein Fleisch mehr genug. Ah ja. Und ich habe auch kein Wasser mehr genug. Damit ich das auch kochen kann. Ich bin gerade nicht hungrig und durstig auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Ein Laufsteg oder was ist das hier zum Anlocken von den Raubvögeln? Die hier manchmal so abgehen? Nee. Ich möchte das aufwerten und dann möchte ich hier hinten so ein Podest machen, also so eine kleine Fläche halt, ne? Und eine Treppe nach unten zum Fußboden, dass die Zombies kommen und sich hier runterdrängeln, damit die immer runterfallen. Das heißt, wir müssen hier unten das Holz nochmal wegnehmen
Und das soll gehen? Und hier müssen wir dann Gitter oder irgendwas vormachen, dass wir dann halt noch auf die schlagen können, aber die nicht zu uns kommen. Das soll funktionieren. Ja. Sicher? Ich habe das alles physikalisch berechnet mit einer Parabel. Oh Gott. Ja, ich habe eine Parabel gehabt. Das kann nur richtig sein. Mhm. Oh, ich merke schon, ich langweile dich. Ja, dezent. Ich wollte noch so viel bauen, auch so Richtung Lager. Ja, Holz hatte ich jetzt ein bisschen. Ja. Kann ich noch mal ein bisschen... Oh Gott, hat das gerade gekribbelt, ey. Kennst du das, wenn du so auf einer bestimmten Höhe bist? Wenn das so im Bauch kribbelt, wenn du runterguckst? Nee. Nee? Nee. Oh, bei mir, wenn so wie Höhenangst. Nee, und eben bin ich knapp an der Kante lang gegangen. Oh, das hat mein ganzer... Das hat alles gekribbelt. Uah. So was habe ich nicht. Nein, kennst du das nicht, wenn du von einer gewissen Höhe runterguckst? Doch, ich kenne das, wenn man von einer gewissen Höhe runterguckt, aber ich habe keine Höhenangst. Oh, Mensch, dieses Kribbeln da, das fühlt sich doch komisch an. Ich habe früher auf dem Gerüst gearbeitet. Na, vielleicht können die Zuschauer ja sagen, ja, die wissen, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber ich kenne das nicht. Bumm. Ja. Boah. Ist aber dunkel. Gezähnte. Dreimal das hier. Können wir eigentlich noch diese komischen Fallen da machen? Die Spikes. Ja. Können wir? Wir haben hier langsam ein bisschen Platzmangel in der Kiste. Da müssen wir ausbrauchen. Gezähnte Klingemod. Kann ich das an meinem... Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder, Patrick? Oh, ich hab mein Holz auch wieder mit weggepackt. Fahrrad, ein Fahrrad. Ja, die anderen beiden Zocker, die suchen hier so ein Fahrraddingsgestell da, Fahrwerk. Ein Rahmen. Ja. Tja, ich hab einen. Aber den habe ich schon verbaut. Den hast du schon gesagt, dass du hast. Ja, ich würde dir auch gern Fahrrad machen, aber... Da fehlen mir Teile. Mutterboden? Oder Vater? Ey, wir können Mutterboden machen mit Lehmboden. Was willst du denn mit Mutterboden? Nein, ich meine nur. Ach so. Ich guck gerade, was man hier machen kann alles. Ledersofa. Leder, Nägel, Holz. Alter, wir haben hier absolut Platzmangel und du denkst über Möbel nach. Kies. Pies? Kies. Ach, Kies. Pies. Ja, auch. Ja, ich will nur mal gucken, was man so als Einrichtung... Oh, man kann sogar ein Bett machen. Stofffetzen, Baumwolle, Schraubenfeder, Holz, kurzes Eisenrohr. Sieht jetzt nicht anders aus. Hm? Man sich richtig einrichten. Ja gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir ein bisschen weiter hier. Wir haben ja jetzt die Nacht vor uns. Und da seid ihr natürlich auch herzlich zu eingeladen, wieder mit dran teilzunehmen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.